Natascha Kohn, stellvertretende Parteivorsitzende, heute Morgen hier im Durchgang des Willy-Brandt-Hauses. Und sie ist ja auch Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Bayern in Kürze. Und sie kann sich das Ergebnis von gestern Abend sicherlich durchaus auf ihre Fahnen schreiben. Denn es ist sie gewesen, die im Namen ihres Landesverbandes einen ja fast schon ultimativen Brief geschrieben hat an den SPD-Vorsitzende vor einigen Tagen, in dem sie gefordert hat, es müsse, dass die SPD-Mitglieder im Kabinett müssten verhindern, dass das, was am Dienstag zwischen den drei Parteivorsitzenden besprochen worden ist, tatsächlich umgesetzt wird. Also das war ja der ursprüngliche Plan, dass Hans-Georg Maaßen zum Staatssekretär befördert wird, bei besserem Gehalt, um dann das Amt des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz freizugeben. Also durchaus ein Erfolg für Natascha Kohn, wenn auch irgendwie auf einem schmalen Grat, auf dem sie da gewandelt ist, weil sie ja da unter anderem auch ihre Parteivorsitzende massiv unter Druck gesetzt hat. Und ob es tatsächlich gelungen wäre, dieses Ultimatum, diese Forderung im Kabinett durchzusetzen, das ist zumindest zu bezweifeln. Aber so haben sie eine Lösung gefunden, mit der jetzt insbesondere auch Natascha Kohn, eine der lautstärksten Kritikerinnen dieses gesamten Vorgangs, durchaus zufrieden sein kann. Was das Ganze bedeutet, diese Einigung, was ja in den vergangenen Tagen immer wieder gefordert worden ist, dass man jetzt zur sogenannten Sacharbeit zurückkehrt, irgendwie, da sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Denn Fakt ist ja, dass es diese Sacharbeit durchaus gegeben hat, dass sie aber eben auch immer wieder überlagert worden ist von Angelegenheiten wie jetzt dieser sogenannten Causa Maaßen. Und das hat vor allem in der Bundestagsfraktion der SPD zu großem Unmut geführt. Die sagen nämlich, die Abgeordneten, jetzt sind wir schon mit großem Widerwillen in diese Koalition gegangen und als Ergebnis kriegen wir unser Engagement und auch unsere Leidenschaft, die wir da an den Tag legen bei verschiedenen Gesetzgebungsverfahren und auch zu bestimmten Themen, nun weiß Gott, nicht belohnt. Zum einen, so sagt die SPD-Fraktion, wirft uns der Innenminister ständig Knüppel zwischen die Beine, und das andere, fast genauso schwerwiegend aus Sicht der Abgeordneten der SPD-Bundestagsfraktion, dass sich das Ganze nicht auszahlt, beispielsweise in den Umfragen, dass man also zunehmend schlechter dasteht, obwohl man auch hier wieder sehr viel Energie und Kraft reinsetzt, möglichst viel auch im guten Sinne für die Bürgerinnen und Bürger zu verändern. So die Sicht der Bundestagsfraktion. Aber wie gesagt, das zahlt sich nicht aus. Und deswegen war der Unmut vergangene Woche ganz besonders groß. Und deswegen ist ja schon Ende vergangener Woche beschlossen worden, dass die Fraktion heute um 17 Uhr zu einer Sondersitzung zusammenkommt. Nun hat sich die Lage ein wenig entspannt. Nichtsdestotrotz ist ja die Frage, was bedeutet das für die Fraktion? Und darüber konnte ich vor wenigen Minuten reden mit dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der SPD-Fraktion, mit Carsten Schneider. Herr Schneider, in den vergangenen 5 Tagen gab es 2 Einigungen zum Fall Maaßen. Was ist die Einigung von gestern Abend wert? Die wird Bestand haben, weil sie vernünftig ist, sachgerecht. Herr Maaßen wird nicht mehr am Amt des Inlandsgeheimdienstchefs amtieren. Das war uns als Sozialdemokraten wichtig. Und er wird Berater bei Herrn Seehofer bei gleicher Besoldung. Das heißt, er wird weiter arbeiten müssen. Ich finde, man hätte dieses Ergebnis schon vor einer Woche haben können. Dann hätte es die berechtigte Aufregung in der Öffentlichkeit nicht gegeben. Das heißt, Ihre Partei und Fraktionsvorsitzende hat Ihrer Meinung nach zu früh zugestimmt am vergangenen Dienstag zu dem, was auf dem Tisch lag? Ja, sie hat erstmal mehr oder weniger für Frau Merkel den Job gemacht. Denn Herr Maaßen hat die Bundeskanzlerin, die eigentlich weisungsbefugt ist, in einer Kernfrage eklatant widersprochen. Und er lag auch noch total falsch. Von daher war man sich da nicht mehr haltbar. Und ich hätte eigentlich erwartet, die Kanzlerin sagt hier mal ein Wort, was nicht passiert, sie musste die SPD lösen. Und Andrea Nahles hat auch klar gesagt, wir haben einen Fehler gemacht, wir haben uns geirrt, indem wir gesagt haben, wir überlassen Herrn Horst Seehofer die Entscheidung, ihn da auch noch zu befördern. Das war ein Fehler, den haben wir jetzt korrigiert. Dieses Problem ist möglicherweise vom Tisch, aber wie ist die Stimmung, wie ist die Atmosphäre in der Fraktion bei Ihnen? Denn es rumort ja unabhängig von dem Fall, den es jetzt gegeben hat. Ja, also die Stimmung in der Fraktion ist nicht so gut, wie sie in den letzten 2 großen Koalitionen waren. Das hat viel damit zu tun, dass sie permanentes Störfeuer von der CSU bekommen. Ich hoffe, das ist jetzt nach der bayerischen Landtagswahl vorbei, aber da muss erstmal Vertrauen wieder aufgebaut werden. Und das geht nur, wenn wir in den nächsten 3 Monaten bis Weihnachten durch den Bundestag viele maßgebliche Gesetze zur Verbesserung der Lebenssituation von Menschen bringen. Mietergesetz, Gute-Kita-Gesetz, auch die Grundgesetzänderung. Das ist die Bewährungsprobe. Ich hoffe und ich werde alles dafür tun, dass diese Koalition eine Zukunft hat. Wir brauchen eine stabile Regierung. Die Welt drumherum ist verrückt genug. Garantiert ist es nicht, aber wir gehen zumindest positiv ran.
Aber schon steht mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz der nächste Streitpunkt möglicherweise vor der Tür, wo die SPD darauf setzt, dass es einen Spurwechsel gibt, dass also auch abgelehnte Asylbewerber möglicherweise hier bleiben können. Wie soll das funktionieren? Ja, ich bin erstmal froh, wenn es um inhaltliche Punkte einen Streit gibt, denn das ist berechtigt. CDU und CSU sind unterschiedliche Parteien, das muss auch deutlich werden. Im Kern geht es darum, dass Asylbewerber, die hier perfekt Deutsch sprechen, die eine Lehrstelle und einen Arbeitsplatz haben, dass sie auch eine Chance bekommen, hier zu bleiben. Das will im Übrigen auch die Wirtschaft und ein Teil der Gesellschaft. Die CSU stellt sich noch quer. Das werden wir diskutieren und dann entscheiden. Da bin ich jetzt nicht so skeptisch. Und ich finde, wenn wir in der Sache streiten, ist es gut. Wenn wir uns mit nachrangigen Personalien beschäftigen, ist es nicht gut. Carsten Schneider, erster parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Bundestagsfraktion, war das auch heute Morgen hier am Willy-Brandt-Haus. Und ja, das, was er gesagt hat, es ist gut, wenn wir uns um Sachthemen streiten. Da sagen auch viele aus der Fraktion, das hätte man vielleicht auch besser hinsichtlich oder im Hinblick auf die sogenannte Causa Maaßen so gemacht und die sie also nicht so wichtig gemacht, wie sie dann in den vergangenen 8 bis 10 Tagen gewesen ist, sondern lieber um solche Themen streiten, wie das eben angesprochene Fachkräfte-Einwanderungsgesetz. Ich habe es eben schon gesagt, tagt heute Nachmittag ab 17 Uhr, natürlich im Reichstagsgebäude. Hier hinter mir tagen seit 9 Uhr das Präsidium der SPD, dann kommt der Vorstand noch dazu. Und um 13 Uhr soll es dann eine Pressekonferenz geben mit den Ergebnissen dieser Gespräche, die hier stattgefunden haben. Und spätestens dann, aber ich vermute auch schon früher, melden wir uns wieder von hier einstweilen zurück nach Bonn.